Jungs, ich fasse es einfach nicht. Ich sehe ja so ein paar KFC-Gutscheine und hab mir das so gedacht, soll ich nicht mal einen Vlog bei KFC starten? Die Frage ist halt, wollt ihr sowas haben? Als ich letztens zu KFC gegangen bin, habe ich halt einen kompletten Kollaps bekommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. 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 Scheiße, Mann. Gehen wir hin, Mama. Ich glaube, heute ist Weihnachten. Oh, oh, oh. 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 Auf jeden Fall bietet KFC ja tolle Menüs an. Auf Leute, wenn ihr Bock habt, lasst auf jeden Fall die 200 Likes da. Die Welt hat mich schon wirklich sehr oft enttäuscht, bis ich auf YouTube was entdeckt habe. Strip FIFA. Oh, Jesus. Alles klar. An dieser Stelle habe ich mir so gedacht, was kann denn schon Großartiges passieren in diesem Format? You wanna play games? You wanna play some games? Alright, stay here. Wanna play games, Cody? No. Wanna play games? Let's play games, Cody! Let's play games! You wanna play games? Nämlich geht's in diesem Format darum, dass man schicke Girls, Models einladet und like, dass sie dann wirklich gut und gerne mal zu sehen sind im Video beim FIFA-Zocken. Das, was ich traurig finde, dass es in diesem Strip-FIFA gar nicht so um FIFA geht, also die meisten. Oh mein Gott, Rocco78208, eine Dampflok für genau 365 Euro, das ist ja ein Schnäppchen! Also ich finde es echt enttäuschend, dass man mit nackten Ausschnitten wirklich Klicks machen kann, aber sehr viele Klicks. Nein! Halt mal den Mann. Guck mal, ich versuche hier gerade ganz gechillt irgendwas aufzunehmen. Du schreist so blöd herum. Junge, deine Mutter, deine vierte Mutter hat bestimmt extra Antennen in den Router gesteckt oder so, damit du Lappen irgendwelche Hits in Minecraft kriegst. Das ist doch lächerlich. Willst du mich fangen?